Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich euch die Bücher vorstellen, die ich im vergangenen Monat im Juli gelesen habe. Es ist mal wieder eine bunte Mischung geworden, sowohl was den Inhalt der Bücher betrifft, als auch dessen Qualität. Dementsprechend würde ich sagen, reden wir gar nicht lange drum rum, beginnen wir sofort mit dem ersten Buch. Das da heißt Aya und die Hexe. Ich habe tatsächlich zuerst von der Verfilmung, von der Ghibli-Verfilmung gehört, und zwar überraschenderweise relativ viel Negatives, bevor ich dann erfahren habe, dass es sich hierbei um eine Romanverfilmung handelt. Und umso überraschter war ich zu sehen, dass das die gleiche Autorin ist wie die Hole-Saga. Von der Autorin halte ich dementsprechend sehr viel, weil ich die Hole-Saga sehr, sehr mag. Dort mag ich auch sehr die Verfilmung. Aber dementsprechend, ohne die Verfilmung von Aya und die Hexe jemals gesehen zu haben, behaupte ich, dass das Buch hier um Längen besser ist. Ich liebe den Schreibstil der Autorin, der sich in allen ihren Büchern widerspiegelt, der so eine subtile, große Magie erzeugt. Das ist für mich ganz, ganz schwer zu erklären, aber sie schafft es mit eigentlich nur so kleinen Einschüben, die wie gesagt gerade auch in diesem Buch sehr subtil eigentlich daherkommen, eine große Welt zu erschaffen. Für mich persönlich auch witzigerweise typisch für ihre Bücher ist, dass die Hauptfigur nicht sonderlich sympathisch daherkommt, aber sie ist interessant. Sie ist interessant genug, dass man ihr folgen möchte. Sie ist ein Charakter mit Ecken und Kanten. Vom Inhalt her könnte man dieses Buch tatsächlich als ein Kinderbuch einstufen, allerdings mit starkem All-Age-Charakter. Denn, wie gesagt, wird hier sehr viel auch nur so mit Andeutungen gespielt. Ganz viel wird nicht ausgesprochen, auch ganz viel dieser Magie-Elemente werden eigentlich nicht konkret ausgesprochen, die einem als Kind möglicherweise auch entgehen könnten, als Erwachsener hoffentlich nicht. Es hat auch keine Moral in dem Sinne, also es ist jetzt kein Märchen oder so, aber es ist eine Geschichte mit sehr leisen Tönen zum Teil, aber mit sehr viel Charme und wie gesagt mit sehr viel Magie. Generell wird wie gesagt sehr viel dem Leser überlassen, sehr viel Interpretationsspielraum bietet ein dieses Buch, was ich prinzipiell mag. Ich mag es, wenn die Autorin oder ein Autor genug Vertrauen in seine Leserschaft hat, dass die auch mitdenken können, dass die auch Eigenfantasie mitbringen, dass endlich alles so vorgekaut wird. Zusätzlich ist diese Ausgabe jetzt hier auch noch illustriert und ich fand die Illustration da drinnen genauso charmant wie die Geschichte selbst. Ich mochte vor allem die Gesichtsausdrücke. Es gibt sowohl Illustrationen in diesem Buch, die fast schon so ein bisschen skizzenartig daherkommen, aber auf jeden Fall Lineart sind. Es gibt auch welche, die sind koloriert. Es hat etwas Minimalistischeres, etwas Comichafteres, aber ich sag allesamt mit viel Charme versehen. Weiterhin gelesen habe ich Blutbuch. Ein Buch mit einem sehr eigenen Stil, was wirklich einen Wiedererkennungswert hat, was sich meines Erachtens irgendwo bewegt zwischen drauf losreden und das wirkliche Beherrschen der Handwerkkunstsprache. Es hat durchaus was Feuilletonistisches. Es ist überbordend. An manchen Stellen fand ich es regelrecht aufgesetzt. Es ist irgendwas zwischen literarisch, märchenhaft und Wahnhaftigkeit, Wahnsinn. Ich hatte tatsächlich so meine Einstiegsschwierigkeiten. Also ich musste erst so ein bisschen warm werden mit diesem Buch. Es gab das gesamte erste Kapitel war für mich so eine Eingewöhnungszeit. Besonders gut an diesem Buch fand ich aber die Darstellung, wie es sich anfühlen muss, keinen Kontakt, kein Gefühl für sein eigen, kein Bezug zu seinem eigenen Körper zu haben. Noch besser wurden eigentlich nur die Beziehungen zwischen Menschen beschrieben. Also auch gerade, wenn sich diese Ehe als schwierig gestalten. Also die erzählende Figur geht mit sich selbst und auch mit der eigenen Familiengeschichte relativ hart ins Gericht. Das geschieht auch nicht unbedingt mit sonderlich wenigen Worten, also zum Teil sogar mit den immer gleichen. Wobei die Kernaussage immer relativ schnell klar wird, was gerade, wie gesagt, für mich zu Beginn für ein Gefühl, also es hat sich redundant angefühlt. Was für mich dieses Buch insbesondere auszeichnet, ist, dass es mit Gender spielt, beziehungsweise mit diesen Genderrollen, diesen Gender-Klischees ganz klar bricht und das auf eine wirklich bemerkenswerte Art und Weise, was ich so auch noch nie in einem anderen Text vorgefunden habe. Manche Passagen glänzten geradezu, also das hatte ich vor allem, wenn es darum geht, dass die erzählende Figur über ihr Privatleben berichtet. Besonders auch die Briefe ganz zum Schluss haben es mir wirklich angetan. Es gab allerdings auch Passagen, die sich einfach nur zogen. Wie zum Beispiel das gesamte Ding mit dieser Blutbuche, was sich wie so ein roter Faden durch diese Geschichte sich zieht. Ich muss sogar sagen, dass ich hier und da ein bisschen das Gefühl hatte von Verständnisproblem. Also dass es gewisse Sachen vielleicht gab, die in der Schweiz ganz klar sind, die auch ganz eindeutig sind. Für mich jetzt als deutsche Lesende nicht unbedingt. Also hier und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, das könnte jetzt typisch schweizerisch sein und mir gehen hier die Zwischentöne so ein bisschen verloren.
insgesamt steht diesem Buch ein bisschen ambivalent gegenüber. Also sehr viel von dem, was er dieses Buch transportieren soll, fand ich enorm lesenswert. Allerdings hat es mich zu keiner Zeit emotional berührt. Ein Problem, was ich ganz häufig mit so preisgekrönten Büchern habe, dass der Inhalt durchaus lesenswert ist, aber es überhaupt nichts auf der Emotionsebene mit mir macht. Weiter geht's mit "Dieser Beitrag wurde entfernt". Witzigerweise fand ich, dass dieses Buch gleich zu Beginn den Leser gespiegelt hat, indem die erzählende Figur immer wieder die gleiche Frage gestellt bekommt, nämlich was denn der schlimmste Beitrag gewesen wäre, den sie einschätzen bzw. löschen musste. Und dabei geht es eben nicht um Mitgefühl oder um echtes Interesse an seinem Gegenüber, sondern es geht dabei um Sensationslust und auch an der Neugier von anderen Leben. Und genau das könnte ja auch möglicherweise der Grund gewesen sein, warum man sich dieses Buch hier überhaupt erst zugelegt hat. Ich fand es wirklich bemerkenswert, wie viel in diesem Buch steckt und das ja nun wirklich trotz der sehr geringen Seitenzahl. Ich war sogar überrascht, dass es gar nicht so primär um den Social-Media-Bereich an sich ging, wie ich gedacht habe, sondern eigentlich, finde ich, ist das hier ein Porträt des Niedriglohnsektors. Was das eben bedeutet, was die Wirtschaft, was der Markt mit Menschen macht, beziehungsweise als wie wenig Wert er einen Menschen, einen Arbeiter zuschreibt. Das Buch zeigt auf, wie eine schleichende Radikalisierung vonstatten gehen kann. Es zeigt auch, wie viel Gift in Social Media drin steckt, was ja nun ganz viel ist, allerdings nicht sozial. Dabei geht es auch nicht sonderlich ins Detail. Also es geht hier nicht darum, wie jetzt die Algorithmen dahinter funktionieren, sondern es bleibt auf dieser menschlichen Ebene. Die Abstumpfung, die erlebt wird, auch gerade weil sich eben ein Bildschirm dazwischen befindet, was den Konsumenten irgendwie vorgaukelt, so ein Abstand vorgaukelt, als wäre das, was man da sieht, ja dann doch gar nicht so richtig real. Es spielt ja nicht in seinem eigenen Leben so wirklich eine Rolle, egal wie grausam das Gesehene ist. Niemand fragt sich, ob die Richtlinien zur Löschung, ob die richtig sind, was die anrichten beim Konsumenten. Es wird einem auch hier hinten drin nochmal so eine Liste mit an die Hand gegeben, die die Autorin für dieses Buch inspiriert hat, das überhaupt zu schreiben. Auch und zum, die manch eine Doku werde ich mir definitiv nochmal nachträglich jetzt zu Gemüte führen, weil mich das Thema an sich einfach sehr interessiert, weil es letztlich auch jeden Menschen von uns betrifft, der im Internet unterwegs ist. Jeder von uns hat irgendeinen Social-Media-Account. Und sei es jetzt der hier, sei es der YouTube-Account. Und ich fand es leider schade, dass das nur so ein bisschen angedeutet, angerissen wurde. Aber letztlich auch, woher weiß man überhaupt noch, dass sein eigener moralischer Kompass überhaupt noch funktioniert oder ob der nicht bereits durch sein Konsumverhalten stark ins Wanken geraten ist. Gerade weil es auch hinten raus so offen war, bin ich mir auch nicht so ganz sicher, was mir dieses letzte Kapitel nun eigentlich so wirklich sagen wollte. Generell ist auch das hier wieder so ein Buch, was ein wichtiges Thema anspricht, es jedoch irgendwie nicht schafft, mich emotional zu erreichen. Also es hat mich nicht aufgewühlt oder so, aber vielleicht bin ich dann auch schon zu sehr drinne, was so dieses Thema Algorithmen angeht. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf, was so diese Dokumentation hier hinten bringt. Ich werde diese Liste abarbeiten. Und zu guter Letzt noch gelesen habe ich Das Kaufhaus der Träume. Ein Buch, von dem ich mir wahnsinnig viel versprochen habe, wie ihr ja vielleicht auch gesehen habt, wenn ihr das Video zu den Neuerscheinungen dazu gesehen habt. Ich hatte sehr, sehr hohe Erwartungen an dieses Buch und rückblickend betrachtet, muss ich sagen, hatte ich vielleicht zu hohe Erwartungen an dieses Buch. Denn die Idee dahinter, die finde ich nach wie vor großartig. Und es hat auch durchaus ein paar schöne Details, auch gerade so in den Abläufen, wie dieses Kaufhaus funktioniert, wie es aufgebaut ist, auch wie diese Bezahlung vonstatten geht und so weiter. Aber eine großartige Idee alleine reicht eben leider nicht. Und ich fürchte, es scheitert am Stil. Ich fürchte, für mich persönlich ist dieser Schreibstil zu schlicht, zu einfach, um diese Magie übertragen zu können. Dieses Feeling konnte, was ich mir erhofft hatte dahinter, konnte dieser Schreibstil nicht transportieren. Denn ich hatte mir hier eine Stimmung erwartet, wie die Ghibli-Verfilmung Chihiros Reise ins Zauberland. Da war es ja ein Badehaus und ich habe mir aber genau dieses Feeling erhofft, nur eben hier in einem Kaufhaus-Szenario. Und dem war leider nicht so.
Unser Ankerpunkt hier drin ist Penny, die zwar aus dieser Welt stammt, aber eben auch gerade erst anfängt, in diesem Kaufhaus zu arbeiten. Also sprich, sie ist die Person, die uns als Lesenden an die Hand nimmt und eben selbst erstmal so ein bisschen einführt in diese Welt. Plus, wir haben hier auch noch so Einschübe von den Kunden und dessen Träume. Und genau diese Einschübe, diese Passagen, die haben mir auch mit Abstand am besten gefallen. Bei dem man eben so einen kurzen Einblick in ein anderes Leben bekommt. Das hat mir persönlich, wie gesagt, am besten gefallen, weil es so auch einen gewissen Wiedererkennungswert bot. Letztlich fehlt es mir auch an der Fülle, was die Details angeht. Also es gibt durchaus gewisse Details, allerdings fand ich die nicht ausreichend genug, um wirklich so ein Verständnis, so ein Feeling, so ein richtiges Gefühl für dieses Kaufhaus und dessen Welt vor allem auch zu bekommen. Ich hätte mir viel mehr gewünscht zu erfahren, wie diese Stadt drumherum funktioniert. Vielleicht noch so ein florierendes Leben auf den Straßen dieser Stadt drumherum mit vielleicht einem Teehaus mit bestimmten Teesorten für verschiedene Schlafstufen. Irgendwie sowas, sowas. Mehr Fülle hätte ich mir gewünscht und das ist alles in diesem Buch leider nicht vorhanden. Vielleicht wäre auch noch eine weitere Ebene schön gewesen, so wenn vielleicht noch rausgekommen wäre, dass dieser Handel mit den Träumen und die Bezahlung durch die Emotionen, dass das vielleicht gar nicht so schön und einfach funktioniert, sondern dass es da vielleicht noch eine dunklere, düstere Ebene darunter gibt. So wirkt so ein gewisses Feeling, so ein Tiefgang, so eine sprühende Magie. Das hat sich für mich leider nicht transportiert. Wie gesagt, kurz zusammengefasst, ich liebe die Idee dieses Buches. Die Umsetzung ist mir persönlich leider zu schlicht. Okay, und das waren dann auch die 4 Bücher gewesen, die ich im Juli gelesen habe. Wie gesagt, auch themenmäßig eine grobe Mischung. Wie steht denn ihr eigentlich so zu dem Thema Social Media? Habt ihr euch mal mit den Algorithmen dahinter beschäftigt? Beziehungsweise wie diese Social Media Plattform ihre Benutzer halt dran halten, dass sie möglichst lange die Inhalte konsumieren und was dahinter steckt? Also ich will da durchaus nochmal so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, auch wenn ich mich durchaus schon mal mit dem Thema beschäftigt habe. Oder habt ihr die Verfilmung von Anya und die Hexe gesehen? Ich habe nicht so viel Positives darüber gehört, tatsächlich. Was mich bei einer Ghibli-Verfilmung echt verwundert, weil eigentlich ist Ghibli ja fast schon so ein Garant dafür, wobei ich auch gehört habe, dass hier nicht der eigentliche Macher, der hinter den Ghibli-Studios fungiert, sondern dessen Sohn. Vielleicht ist es daran auch so ein bisschen gescheitert. Wobei ich, wie gesagt, jetzt wo ich das Buch auch gelesen habe, sagen muss, das bietet vielleicht auch schlichtweg nicht genug, um wirklich einen Film daraus zu machen, weil ganz viel bleibt halt zwischen den Tönen vorhanden und so Zwischentöne lassen sich, glaube ich, leichter in Textform erzeugen als über Bild. Und natürlich auch so das Thema Gender, ne? Also auch gerade so was die Sprache dahinter angeht, da ist mir auch aufgefallen durch dieses Buch, dass ich da noch durchaus große Lücken habe, dass ich da noch viel, viel Luft nach oben habe, um mich dort weiterzubilden und dort noch mehr drauf zu achten, wie Sprache in diesem Bereich funktioniert, wie auch so dieser Bezug zu seinem eigenen Körper, wie sich das anfühlen kann. Weil mehr als eine Idee davon bekommen kann ich nicht, weil ich in dieser Situation nicht drinne stecke. Aber dieses Gefühl wurde meines Erachtens ziemlich gut in diesem Buch vermittelt. Ja, wie immer, alles, was ihr zu sagen habt, sagen wollt, gerne in die Kommentare damit. Das war's denn sonst soweit auch von meiner Seite aus. Ich wünsche euch dann noch einen schönen restlichen Tag und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!